Das Max-Vollmer-Labor gehört zur physikalischen Chemie an der TU Berlin. Hier, benannt nach dem Chemiker Max Vollmer, der in der physikalischen Chemie vor allem zur Reaktionskinetik geforscht hat, können wir nun unsere wissenschaftliche Tour beginnen. Wir untersuchen die Dynamik von Proteinen mit Raman- und Infrarotspektroskopie. Gepulste Lasersysteme dienen uns zur Aufnahme von zeitaufgelösten Fluoreszenzspektren. Modernste Methoden der hochaufgelösten Fluoreszenz-Lebensdauermikroskopie helfen uns, lebende Zellen auf der Nanometerskala zu verstehen. Am Fachgebiet Bioenergetik steht ein modernes molekularbiologisches Labor zur Verfügung, um Proteine herzustellen und aufzureinigen. Zell- und Bakterienkultur stehen zur Verfügung, um mikrobiologisch Proteine herzustellen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Photosynthese. Dazu züchten wir genetisch veränderte Algen, wie beispielsweise diese Katalase-defizitäre Mutante von Cynichocystis.